Welcome to USA Global TV and Radio, where our mission is to provide education, entertainment, hope, and inspiration. USA Global TV and Radio connects you with experts and audiences all around the world every single day to help you succeed in business and to live a richer life. Visit us at usaglobaltv.com to learn about career and life-changing training and mentoring programs like The Listening Mentor. Subscribe to our newsletter to stay informed about our special programs and offers. Discover how you can become a guest on one of our shows or a host or producer of a USA Global TV and Radio show of your very own. That's USA Global TV and Radio, where the doctor is always in. Good morning, good afternoon, good evening, and welcome home to USA Global TV and Radio, where we proudly provide world-class global education, entertainment, hope, and inspiration. I'm Dr. Jacalyn Kerbeck, and it's my pleasure to welcome you to the Mallorca Connection. Today's topic is the future of work, co-working spaces, and we have a very special guest. But before we bring out our guest, we want to bring out the star of our show and our expert correspondent who is in Europe. His name is Roland Friedel. Roland is a montrepreneur. He's a serial entrepreneur. He is an advocate for men and men's work. He's an author. He's a mentor. He's so much more, and he's a very dear friend of mine. Let's bring him out and see who he's with. Welcome to the program, Mr. Roland Friedel. Hello. Hi, Jacalyn. Hello. Hello. You look amazing. Thank you. Thank you so much. It's so great to see both of you. And this is a real treat because the show today is going to be in German for our German audience. So, Roland, I'm going to turn the program over to you, and I'll be here producing. So have a great episode. Thank you so much, Dr. Jacalyn. Thank you. Yeah. Hello to our audience. This is a new show that we do today in German. And for you guys who see the recordings, you will have English subtitles. My name is Roland. I welcome you here on USA Global TV and Radio. And today my guest is Gernot, and we talk about the future of work. And now we join into German. Hallo Gernot, schön, dass du bist. Hallo Roland, danke für die Einladung. Gerne, gerne, gerne. Sehr, freut mich. Ja, wir haben ein spannendes Thema, die Zukunft der Arbeit. Wir wollen über Coworking Spaces sprechen. Ich selber, liebes Publikum, bin gerade in einem Coworking Space. Die, die mich von vielen anderen schon kennen, wissen ja, ich toure durch die Welt und arbeite als digitaler Nomade seit fast 30 Jahren mittlerweile, seit es Internet gibt, mehr oder weniger. Früher ganz einfach mit dem Flugzeug unterwegs, in verschiedenen Hotels und Airbnbs und so weiter. Seit den letzten 2,5 Jahren mit meinem Wohnmobil durch Europa habe ich mich mehr auf Europa fokussiert, und ich nutze immer wieder Coworking Spaces ganz einfach, weil ich auch für mich so das Gefühl brauche, manchmal ins Büro zu gehen. Und es hat viele, viele Vorteile in Coworking Space. Ich liebe es ganz einfach auch das Netzwerken, gerade wenn man von zu Hause aus arbeitet, in einem Homeoffice klassisch ist oder wie ich im Wohnmobil, dann ist man doch manchmal ein bisschen isoliert, und es ist einfach nett wieder, sich mit anderen Leuten zu verbinden und auszutauschen. Deswegen bin ich selber hier eingemietet für einen Monat, und ich habe den Gernot gebeten, dass wir uns unterhalten über die Zukunft der Arbeits, weil die hat sich verändert. Das wird jeder von euch mitbekommen haben, seit der Pandemie, seit mittlerweile im 5. Jahr, seit 2020, Homework, Remote Work, immer mehr digital, wollen wir uns heute über die Zukunft unterhalten. Lieber Gernot, nochmal danke, dass du da bist. Du bist ja der Gründer von Zweikanter. Wir werden uns nachher dann gemeinsam die Webseite anschauen. Wie kam es dazu, ein Coworking Space zu gründen? Ja, das war relativ einfach, lieber Roland. Wir haben vor circa 8 Jahren die Biolandwirtschaft von den Schwiegereltern übernommen und haben dann nach einem sinnvollen Nutzungskonzept für das Objekt gesucht. Klassisch wären natürlich Wohnungen, Lagerräume, Einstellmöglichkeiten für Wohnwegen. Das war uns zu wenig, und wir wollten irgendwas machen, wo der Mensch im Fokus steht, der Mensch im Mittelpunkt steht. Und da sind wir dann durch meine Selbstständigkeit irgendwo so im Bürobereich gelandet. Das war noch zu wenig, und sind dann im Internet auf ein Thema gestoßen, Coworking, und da haben wir gesagt, okay, miteinander was schaffen. Und das haben wir irrsinnig spannend gefunden und haben das dann weiter. Sehr schön. Ja, bevor wir ins Thema Arbeit der Zukunft einsteigen, schauen wir uns vielleicht einmal den Coworking Space Zweikanter an. Und wir werden jetzt einfach mal die Webseite von zweikanter.at teilen und einfach ein paar Fotos sehen, damit ihr ungefähr ein Gefühl bekommt, wie das ausschaut. And I ask my producer to bring up the websites and then we share the screen with you. Okay, okay. Vielleicht, Gernot, magst du deine Webseite, magst du ein bisschen durch die Webseite führen? Genau, also die Webseite natürlich ist auf Deutsch. Unser Zielpublikum sind deutsch sprechende Personen. Sie ist eher sehr clean, sehr nüchtern gehalten. Da sieht man gleich eine Vorabinfo für den zweiten Standort. Das Ganze ist im Grüngürtel von Linz, das heißt vor den Toren von Linz, mitten im Grünen, rundum unverbaut, wo dann die Basisinformationen stehen, beziehungsweise was uns wichtig ist, das Thema Nachhaltigkeit, das Thema Community, soll auf der Webseite wirklich hervorgehoben werden. Genau. Ihr habt ja 37 Arbeitsplätze, also 12 geschlossene Büros und 37 Arbeitsplätze insgesamt, genau. Also Open Space auch. Hier sieht man dich und deine liebe Frau Michaela. Und wie gesagt, das Ganze war ja, wie du vorher gesagt hast, ein Bauernhof, ein Bio-Bauernhof, war doch einige Jahre schon am Buckel und jetzt das komplett kernsaniert, also ausgehöhlt. Mehr oder weniger? Eigentlich abgerissen, ja, also mehr oder weniger neu gebaut. Ja. Der Grundgedanke war alles erhalten, hat leider nicht funktioniert. Ja. Großteil musste niedergerissen, neu aufgebaut werden. Okay, okay. Ja, und dann schauen wir, can you scroll down a little bit and then we see more pictures and... Ja, und dann, liebe Leute, ihr werdet ja sehen, also wie gesagt, das Ganze ist von der Lage her toll, nicht weit von Linz weg. Und sehr hell das Ganze, sehr freundlich, ja, also wirklich... hell, freundlich, das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt sehr viele Begegnungszentren, oder sage ich mal so, es gibt Seminarräume, es gibt die Küche, draußen den Platz, wo man dann gemeinsam essen. Die Leute können auch hier auch essen, können Essen bestellen. Das bietet auch Essensservice an. Und was mir auch sehr, sehr gut gefällt, ist ganz einfach nahe, sage ich mal, zu Linz, so einer Großstadt, und trotzdem essen mitten in der Natur draußen. Genau, das ist ein großer Vorteil, ja. 10, 15 Minuten nördlich von Linz und doch aber mitten im Grünen und im Ruhigen. Mhm. Jacalyn, can you scroll down to the other pictures, please? Und da sehen wir auch, wie gesagt, ihr habt eine Außenanlage, Terrasse, bei schönem Wetter, man kann sich draußen unterhalten. Aber ihr seid ja nicht nur ein Coworking Space, sondern ihr seid auch eine Netzwerkplattform. Mhm. Man kann die also nicht nur am Arbeitsplatz mieten, sondern man kann auch Mitglied werden, man organisiert Events und ich glaube, das ist ein sehr schönes Anliegen von euch, dass ihr einfach Menschen verbindet. Ja? Das ist auch was wir auf USA Global TV and Radio machen jetzt about Sharing and Caring. Genau, Sharing is Caring. Ja. Genau, Sharing is Caring. Also hier ist immer noch den Picture, wie gesagt, sehr hell ganz gestaltet, sehr lichtdurchflutet. Sehr hohe Räume, sehr hohe Decken, das finde ich immer sehr angenehm, man fühlt sich nicht erdrückt. Und ja, ihr seid jetzt im zweiten Jahr, ist das richtig? Dritten Jahr. Im dritten Jahr. Im dritten Jahr, also vor 2,5 Jahren haben wir eröffnet. Mhm. Genau. Genau. Ja, scroll down a little bit und dann sehen wir noch, wie gesagt, man sieht hier auch so ein mittel sehr, sehr offene, sehr hohe Räume, sehr luftdurchflutet, wunderschöne Besprechungszimmer, also man kann auch zum Beispiel als Coach, als Trainer hierher kommen, aus Firmen und um Seminare abhalten bei euch, das geht genauso. Also man muss jetzt nicht eingemietet sein mit einem Büroplatz, sondern auch, man kann auch Seminare machen. Jacalyn, thank you so much. Ja, das war die Webseite von Zweikanter. Wir wollten uns ja über die Zukunft von Coworking Spaces unterhalten. Oder generell die Arbeit der Zukunft. Wie siehst du die Arbeit der Zukunft? Es hat sich ja viel getan in den letzten Jahren. Also Coworking hat sicher den Arbeitsmarkt nachhaltig verändert. Der Trend geht zum dezentralen Arbeiten. Die Leute sollen dort arbeiten, wo sie wohnen. Es sollen die Pendelzeiten verkürzt werden. Das führt allgemein zu einer Steigerung der Lebensqualität. Also da merkt man, dass der Covid doch sehr nachhaltig da gearbeitet hat. Ja. Wir haben ja seit vielen Jahren, also ich komme selber aus der Consulting-Branche mit vielen großen Tech-Konzernen, es hat ja vor knapp über ein Jahrzehnt begonnen, dass wir jetzt mehr einen Employee-Market hast, einen Employer-Market, also sprich einen Arbeitnehmermarkt, nicht einen Arbeitgebermarkt, das heißt, der Arbeitnehmer kann sich mehr aussuchen, der hat gerade die Generation Y, die Z und wie die alle heißen, die haben ja gewisse Vorstellungen der Arbeit der Zukunft, das heißt, da geht es weniger jetzt um Karriere und viel Geld verdienen, sondern eher so Work-Life-Balance, ja, ich sage mal, 4-Tage-Woche ist so ein Thema, aber auch das Thema, ortsunabhängig arbeiten zu können, ja, frei zu sein, eben von zu Hause aus zu arbeiten. Und viele merken aber auch, dass von zu Hause aus nicht immer lustig ist, weil man abgelenkt ist. Entweder man hat Familie und man ist abgelenkt oder man ist allein und isoliert. Und ich glaube, da ist der Coworking Space ja eine tolle Möglichkeit. Das ist doch einmal das Hauptpublikum bei uns da im Space. Das sind eigentlich Unternehmer. Primär sind das Ein-Personen-Unternehmer, die zwar selber daheim ein Büro haben oder Möglichkeit haben, daheim zu arbeiten, aber es fehlt halt einfach die soziale Komponente. Ja, man sitzt allein daheim am Küchentisch, im Büro und die Interaktion, die Zusammenarbeit, das Gespräch miteinander fehlt komplett. Und das ist der Grund, warum Leute, gerade speziell sogar in Österreich und Oberösterreich, einen Coworking Space aufsuchen, weil sie einfach den Austausch haben, das Miteinander was gestalten, das Miteinander was erleben auch. Ja? Mhm. Das ist das, warum sie das nützen. Absolut. Ja. Wer ist so eure Zielgruppe? So, kann man das so sagen? Ist jetzt doch ziemlich ausgebucht. Gibt es da so Branchenschwerpunkte? Also momentan primär Frauen, ne? Witzigerweise. Also, okay. Sagen wir, wir haben jetzt mittlerweile einen Frauenanteil von sagen wir, über 65%. Es sind aber eher klassisch so die Ein-Personen-Unternehmen, ursprünglich eher so die Kreativbranche, Webdesign, Grafiker, Texter und so weiter. Ist es aber schon breiter gestreut, von auch Vereine sind hier erinnern und ein technisches Büro, wie gesagt, quer durch den Gemüsegarten sind, sage ich mal, die Mieter bei uns. Mhm. Also ich sage spannend, wie gesagt, liebe Zuschauer, ich bin ja selber seit Mitte September hier eingemietet und einfach deswegen, um ganz konzentriert an zwei Projekten zu arbeiten, an zwei neuen. Und ich habe das sehr spannend gefunden hier, dass hier auch andere Unternehmer und Unternehmerinnen sind, die ich kennengelernt habe. Und die eine hat mir geholfen beim Texten, beim Wording, der andere bei der Webseite. Und das ist auch schön, dass man sich austauschen kann, gerne unterstützen kann gegenseitig. Oder aber man findet zum Beispiel auch einen Kooperationspartner, wenn man mal ein Projekt gemeinsam starten möchte, genau, zum Beispiel. Genau. Absolut, absolut. Genau. Und für wen würdest du sagen, passt der Coworking Space und für wen ist es nicht gedacht? Ein gewisses Sozialverhalten sollte man sicher haben. Das heißt, Leute sollte man mögen, idealerweise soziale Kompetenz. Ja. Ich sage mal, Leute, die den Austausch wollen, die sich nicht davor scheuen, mit anderen zusammenzuarbeiten, andere Leute zu begegnen, ja. Die offen sind für neue Bekanntschaften, für neue Menschen, aber auch für neue Ideen. Mhm. Mhm. Für die ist das wirklich prädestiniertes Thema. Absolut. Und das Schöne ist ja, man kann ja hier, ich sage mal, in Ruhe fokussiert arbeiten und wenn man das Bedürfnis hat, sich generell so socialisen, wie du schön hast, und zu halten, beim mit einem Kaffee oder beim Essen oder eben arbeitstechnisch, dann sind ja Menschen da, mit denen man sich unterhalten kann. Aber man kann auch seine Ruhe haben, wenn man möchte, klarerweise. Ihr habt ja zwei verschiedene Möglichkeiten. Das heißt, ich habe auf der einen Seite Büros, die man abschließen kann, also wo man so mehr Privacy hat, sagen wir es mal so, und dann auch Open Spaces. Genau, offene Schreibtische. Ja. Genau, Open Schreibtisch. Also ich nutze einen Open Schreibtisch. Ich bin es gewohnt mit Ablenkung, also ich lasse mich da ablenken. Ich arbeite mit Händen. Es war ja nichts anderes mehr frei. Muss also für mich ist das ja total okay. Was sind so für dich so Hauptvorteile der Mieter? Normalerweise, ich sag mal, wenn ich Unternehmen gründe, muss ich ein Büro suchen, dann habe ich langfristige Verträge, ich weiß nicht, läuft die Firma, will ich Mitarbeiter haben, will ich mich vergrößern oder will ich mich verkleinern, je nach Marktlage. Was sind so die Hauptvorteile für Mieter? Wir sind, sage ich mal, sehr flexibel, was die Mietlaufzeit betrifft. Der große Vorteil für die Unternehmen, für die Mieter ist, die Kosten sind kalkulierbar. Sie wissen jedes Monat, was sie ausgeben. Sprich, die Miete für den Schreibtisch umfasst wirklich alles von der Reinigung einmal in der Woche, Internet, Kaffee bis zum Herzinfarkt, das ist wirklich eigentlich Drucker, Kopierer, das ist alles dabei und Sie wissen genau, okay, das habe ich jetzt mal noch zu zahlen. Ja, wenn ich es jetzt runterbrich und sage, okay, miete mir ein Büro, irgendwo in einen Raum, bin ich vielleicht billiger, aber Strom, Wasser und. Das heißt, die ganzen Zusatzkosten, die entstehen. Und es ist immer eine längerfristige Geschichte, das heißt, ich muss mindestens meistens 4 Jahre machen, da ist man einfach zeitlich flexibler. Genau. Und ich muss mich nicht darum kümmern, dass die Kaffeemaschine nachgefüllt wird mit Wasser und Kaffee. Ich muss nicht darum, dass die Büros geputzt werden oder ihren Putz organisieren oder das Outsourcing-Unternehmen, sondern ich habe alles aus einer Hand. Ja. Aus einer Hand, mehr oder weniger. Wie siehst du aus Zukunftsmarkt jetzt nicht nur Unternehmer, die selbstständig arbeiten, sondern vielleicht auch so Leute wie ich, die, sagen wir mal, keine Ahnung, im Wohnmobil oder im öffentlichen Verkehrsmittel unterwegs sind? Ich habe es früher auch mit Flugzeug gemacht. Ja. Es ist sicher irgendwo die Zukunft. Wir haben voriges Jahr schon ein paar Anfragen gehabt. Du bist es der Erste. Wir haben das Thema Vacation ursprünglich sogar mal auf der Webseite gehabt. Haben es dann wieder runtergenommen. Voriges Jahr waren ein paar Anfragen, die sind dann einen anderen Weg gegangen und darum war es eigentlich sehr spannend, wie wir die Anfrage von dir bekommen haben, beziehungsweise den Anruf, dass du Interesse hast. Und ich glaube schon, dass das ein großes Thema ist. Wir stellen uns zum Thema Vacation immer vor Bali und so weiter, irgendwo weit weg. Ja. Aber Vacation ist auch da in Österreich möglich. Ja. Dass Leute, die halt einfach, sage ich mal, ein bisschen mobiler leben, gerade Leute, die, sage ich mal, irgendwo im Van unterwegs sind, ja, verdienen meistens das Geld online. Das heißt, für die natürlich ist so ein Coworking Space sicher perfekt. Ja. Man trifft immer wieder verschiedene Leute. Auch da entstehen Synergien. Gemeinsame Projekte entstehen teilweise auch. Und ja, man hat trotzdem mal super Arbeitsplatz. Ja. Und immer nur mit dem Laptop im Camper sitzen ist natürlich auf Dauer auch keine Lösung. Absolut. Man kann reden, im Bade bin ich immer surfen gegangen in meiner Freizeit, hier geht mein Hund spazieren. Also, man hat hier ein schönes Einzugsgebiet, wie gesagt, wir sind eigentlich mitten in der Natur, mehr oder weniger. Ja, also der nächste Ort ist so 2 Kilometer weg, Linz ist ungefähr die Hauptstadt von Oberösterreich, 10, 15 Minuten auf der A7, also man ist unheimlich schnell im sozialen Leben, wenn man sagt, man möchte kulturell was machen, man möchte essen gehen oder wie auch immer, aber man hat die Natur, man kann wandern gehen, man kann spazieren gehen, ich bin Bogenschütze, es gibt einige Bogenschutzparcours in der Nähe und so weiter. Also es hat auch was. Es muss nicht immer das Meer sein, sondern man kann es auch in unseren Gefilden, und ich mache es halt im Sommer, ich bin halt im Sommer eher in nördlichen Gefilden halt, kann man das wunderbar verbinden. Jetzt gerne, wenn jemand sagt, das klingt total interessant, Coworking Space, Businessmodell, ich möchte sowas auch machen, was sind so Fallstricke, die man beachten sollte, bevor man sich jetzt abschließt, weil es ist doch ein ziemliches Investment. Ja, also wenn man reich werden möchte, wäre vielleicht so Alpaka-Winterwanderung, Alpaka-Zucht sicher die bessere Variante. Ein gewisser Idealismus gehört auf jeden Fall dazu. Also man muss offen sein, man muss bereit sein, ein gewisses, sagen wir, Risiko einzugehen. Ja. Was natürlich klar ist, dass ein Coworking-Space auch finanziell funktioniert, braucht man eine gewisse Größe. Also wir haben da 500 Quadratmeter mit 27 Schreibtische, sind am 12. auf einem zweiten Standort verteilt. Unter dem, sage ich mal, ist es ein gewisser Idealismus, ja, sage ich mal, dass man sagt, okay, man macht da was draus, aber auf jeden Fall ist dann so, dass man sagt, okay, die meisten, die einen Coworking Space betreiben, haben eine Firma. Das heißt, die sind in der Firma oder mit der Firma im Space und machen das auch, um eben da Synergien zu bilden, um eben da mit anderen Professionen zusammenzuarbeiten und so weiter. Ja, das heißt, das ist eher so das die Motivation für viele, dass sagen, okay, machen wir einen Space aus. Speziell, was ein kleiner ist. Ja. Die ganz Großen, das ist natürlich ein anderes Thema, funktionieren am Land aber natürlich klarerweise nicht so, ja, weil man diese Leute sagen, nicht haben, aber in Städten natürlich haben wir ganz klar natürlich auch entsprechend große Spaces. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, macht ihr jetzt einen zweiten Standort auch Coworking Space mit Übernachtung zu kombinieren? Zum Beispiel, kann man in Bali, war ich mal im Coworking Space, da gab es nicht nur den Coworking Space, die Offices, sondern es gab auch Zimmer, es gab auch einen Pool und so weiter. Meinst du, würde sich das auch in Österreich durchsetzen? Würde sich durchsetzen. Es gibt in Deutschland einige Modelle, wo man sagt, okay, das ist wirklich ein großes Gebäude, wo die Leute auch oben wohnen, unten arbeiten. Bei uns nicht. Das waren eher schon Fragen da, nachdem wir auch Seminarmöglichkeiten haben, inwieweit es möglich ist, Seminar abzuhalten und dort zu schlafen. Nein, wollen wir nicht. Dann sind wir ein klassisches Seminarhaus, was wir nicht wollen. Wir sind ein Seminarmöglichkeit, die abseits der Norm ist. Ja. Da sind die Seminarleute alleine, haben Berührpunkte mit den Coworkern, aber nicht mit anderen Seminargruppen. Das ist ein großer Vorteil. Und für die Coworker selber haben wir eigentlich noch nicht drüber nachgedacht, beziehungsweise nicht geplant, da Wohnungen zu nützen oder einzurichten. Ja. Vielleicht eher so, sagen wir, bei dir ist ein bisschen wieder auf den Geschmack gekommen, das Thema Stellplätze. Ja, das heißt, wir haben da die Möglichkeit, wir haben ein extra Haus mit Dusche, mit WC, Stromanschluss theoretisch auch da. Das heißt, die Infrastruktur wäre da. Das ist vielleicht eher so die Richtung, wo wir gehen möchten, dass wir sagen, okay, theoretisch für 2, 3 Camper, wenn es ein bisschen kleineres sind, tust du eher ein größeres Modell, aber wenn ich sage, so klassische VW-Busgrößen, so die klassischen Vanlifer. Genau. Die kommen wollen. Also ich denke, es kommt immer mehr. Also ich sehe es ja auch bei Campingplätzen, die zum Beispiel Coworking Spaces mit anbieten, zum Beispiel im ganzen klassischen Bereich. Und es gibt ja immer mehr Menschen, die nicht nur, wie gesagt, mit dem Flugzeug und mit Airbnb unterwegs sind, sondern eben zum Beispiel mit einem Wohnwagen oder mit einem Caravan. Wenn wir nochmal reden über die Arbeit der Zukunft, siehst du schon jetzt im 3. Jahr auch einen Wandel Branchen, dass man sagt, okay, es gibt Branchen, die werden wegfallen. Das richtet sich jetzt eher an unsere Zuschauer, die sagen, wie möchte ich mich beruflich oder geschäftlich ausrichten? Würde ich sagen, Branchen, die sind eher am Sterben durch die Digitalisierung, Branchen, die neu dazukommen. Merkst du da schon was bei dir am Standort, in deinem Netzwerk? Eher weniger. Also was sicher ein großes Thema ist, ist das Thema KI. Gerade ich habe viel Kontakt zu Fotografen, Videofilmen und so weiter. Das war groß, gerade am Anfang ein Thema wie KI. Groß rauskommen ist, wie es immer populärer geworden ist. Inwieweit ist das ein Problem für Fotografen, aber man hat schnell gemerkt, okay, viele sehen das als Chance. Ja. Und das ist in vielen Bereichen, beziehungsweise wir Herinnen haben das eigentlich noch gar nicht gemerkt, dass da jetzt irgendwelche Branchen gibt, die, sage ich mal, von Existenzängsten geplagt sind oder die am Aussterben bedroht sind. Ja, es gibt schon natürlich gewisse Branchen, wenn man sich jetzt spezialisiert hat, zum Beispiel auf Verfassen von Blogartikeln für Unternehmer. Das ist natürlich schon eine Branche oder Branche, von Branche sprechen kann, die vielleicht ein bisschen gefährdet sind. Aber grundsätzlich merken wir darin, die Leute sind sehr flexibel. Das heißt, neue Technologien, die sich in den letzten Jahren etabliert haben, die in den letzten Jahren auf den Markt gekommen sind oder massentauglich geworden sind, werden einfach effektiver genützt, um so auch vielleicht ein breiteres Portfolio anzubieten, beziehungsweise auch, um sich auch weiterzuentwickeln. Ist Coworking Space auch ein Modell, wo ich sage, jetzt nicht für Unternehmer, sondern für Menschen, die für Unternehmen tätig sind, aber das halt hunderte Kilometer weg ist und sagen, ich möchte nicht im Homeoffice sein zu Hause, sondern bin zwar angestellt, arbeite aber trotzdem remote? Das sind ja teilweise Firmen, große österreichische Firmen, verändern da die Sichtweise, dass sie sagen, okay, es ist teilweise schwierig, gerade heutzutage ist es schwierig, wirklich gut ausgebildete Fachkräfte zu bekommen. Und da sagen dann viele schon, okay, ich ermögliche das meinen zukünftigen Mitarbeitern, arbeitet dort, wo ihr lebt oder in dem Bereich, wo ihr lebt, in der Gegend, wo ihr lebt. Ja. Grundsätzlich ist mir egal, woher oder wo ihr arbeitet, die Qualität stimmt. Ja. Das heißt, da bricht ein bisschen was auf, was in Skandinavien schon üblich ist, dass einfach die Firmen den Mitarbeitern mehr vertrauen, ja, dass sie keine Plätze machen, wann sie nicht im Büro sind, ja, sondern dass sie von woanders arbeiten. Da ist schon eine leichte Aufbruchstimmung da. Und es gibt, wie gesagt, ich kenne ein paar große Firmen auch, die sagen, okay, wir würden es unseren Mitarbeitern auch ermöglichen, irgendwo in einem Space zu arbeiten. Vorausgesetzt natürlich, es gibt irgendwo eine einheitlichere Preisstruktur, beziehungsweise eine gemeinsame Plattform, eine Buchungsplattform, wo die Firmen anschauen können, okay, da kann ich mich hinsitzen, da und da. Es gibt ja, so will ich mitbekommen, auch so eine neue EU-Richtlinie, dass man innerhalb der EU als Mitarbeiter sehr wohl seinen Ort verlegen kann und arbeiten darf, zumindest innerhalb der EU. Das ist ja auch relativ neu, glaube ich. Ja, dass Mitarbeiter, die für Mitglied der EU sind, innerhalb der EU sich frei bewegen können. Genau, ich arbeite für ein deutsches Unternehmen und ziehe zum Beispiel nach Spanien, kannst der Arbeitgeber, so ich remote arbeiten darf, also von zu Hause aus, kannst du Arbeitgeber auch nicht verbieten. Ich kann jetzt nicht nach Bali gehen, wenn es der Arbeitnehmer nicht zustimmt, aber innerhalb der EU, glaube ich, gibt es eine neue Regelung, kann ich mich dann frei bewegen als Mitarbeiter, als Angestellter. Sofern ich nicht Lastwagenfahrer bin, ist schwierig natürlich. Ja. Absolut. Das geht nicht von zu Hause. Oder die Schafehirten vom Bildschirm zum Beispiel. Absolut, absolut. Generell die Zukunft von Coworking Spaces. Was glaubst du, was wird man Trends geben? Was wird es noch verändern an Angebot, das man vielleicht in der Zukunft haben muss, um noch marktkonform zu sein? Glaubst du, dass da noch was Trends geben wird? Wir sind, sagen wir, in Österreich stehen wir ganz am Anfang noch. Also andere Länder, auch Deutschland, sind viel weiter als wir in Österreich. Das haben wir alleine selber gemerkt, wie wir gesagt haben, wir machen einen Coworking Space. Und haben gesagt, super, verlässig, ein Coworking Space. Was ist das? Wir haben heute zum Beispiel eine Delegation aus Tschechien, da ab Südböhmen, 13 Personen, die selber teilweise Spaces haben, Spaces betreiben, Spaces machen wollen. Und die haben schon Beispiele genannt, wie das dort zum Beispiel funktioniert. Die sind da noch viel, viel weiter, was Leben und Arbeiten im Kontext, was du ursprünglich mal oder was du schon angesprochen hast. Die sagen, okay, dort gibt es auch Möglichkeiten, wo aber ganz konkret ein Space, zum Beispiel da ist eine Blumenbinderin, eine Floristin drin und die bietet da auch Kurse an und so weiter, dass das alles ein größerer Bereich wird. Ja. Also weg von diesem klassischen Arbeitsmodell Coworking, digitales Arbeiten mit Computer und so weiter. Es gibt in Oberösterreich zum Beispiel auch einen Space, die haben viele Lagerräume, Werkstätten auch dazu. Ja. Das heißt, das ist dann wieder das Nächste, was so wirklich eine große Bubble wird. Ja. So eine Arbeitsbubble, wo nicht nur digital gearbeitet wird, sondern wirklich auch Handwerkskunst das ist auch spannend. Gelebt wird. Ja. Ja, so was früher in den Dörfern gehabt hat. Genau. Das ist so die Zukunft und es ist sicher ein spannender Prozess, der interessant wird zu begleiten und da sind wir froh, dass wir wirklich von Anfang an da dabei sind und das auch, sagen wir mal, das Ganze mitprägen, mitgestalten können. Und wie gesagt, das ist ganz am Anfang stehen wir da erst. Ist es angedacht? Ich persönlich habe sowas noch nicht gefunden und ich denke, dass für den Zuschauer das auch interessant, dass man sagt, okay, es gibt so eine Plattform, wo alle Coworking Spaces vorhanden sind. So ähnlich wie, sagen wir mal, vor vielen Jahren die Holländer, mittlerweile amerikanisch, aber die Holländer damals mit Booking.com begonnen haben. Ja. Jede Hotel-Website, also ich bin ja früher viel in Hotels unterwegs gewesen, bevor es Airbnb gab und es war nämlich mühsam, jede Website ist anders aufgebaut, es war unheimlich mühsam, Angebot zu vergleichen. Dann kam Booking.com als einer der ersten großen Player aus Holland. Ist sowas angedacht im Coworking Space? Gibt es, also ganz aktuell in Oberösterreich haben wir das gestartet, sagen wir eine Plattform, eine Vernetzung, Coworking-Netzwerk Oberösterreich, wo alle Spaces gelistet sind. Ja, das heißt, das ist auch schon ein einheitlicher Auftritt, wo man sich alle Spaces anschauen kann, welche Größe haben es, welche Möglichkeiten und so weiter mit Bildern. Das ist der Anfang. Der ist natürlich schwierig. Wir haben über 40 Coworking Spaces mittlerweile in Oberösterreich, wobei man auch ein bisschen aufpassen muss, was ist die Begrifflichkeit eines Coworking Spaces? Ja? Mhm. Ist es jetzt nur die gemeinsam genutzte Infrastruktur oder ist das Ganze auch wirklich noch mit Community Management Veranstaltungen und so weiter? Mhm. Aber wie gesagt, die Plattform gibt es schon. Das haben wir die tschechischen Besucher heute schon gesagt, da hatten sie auch Interesse mitzumachen, beziehungsweise auch andere Spaces, andere Bundesländer haben auch schon angerufen und gesagt, hey, coole Sache, eine einheitliche Plattform. Ja, das heißt, das ist ein wichtiger Schritt, um das Thema Coworking in Österreich einfach auch noch ein bisschen bekannter zu machen. Mhm, absolut, dass man so schon mal mit einer Strahlkraft nach auf den Markt hinausgeht. Und ist das auch angedacht, dass man dann vielleicht ein einheitliches Buchungssystem hat, oder? Wäre auch gedacht. Das Problem ist natürlich, jeder Space hat sein eigenes Buchungssystem. Okay. Aber es wäre angedacht, dass es da eine Möglichkeit gibt, dass man wirklich einheitlich über diese Plattform Platz buchen kann, wo was frei ist, kann man einbuchen. Also ich denke jetzt eher so an Firmen zum Beispiel, die Mitarbeiter schicken wollen. Für ein Einzelunternehmen ist das vielleicht weniger interessant, als zentrale Buchungsplattform. Aber für ein größeres Unternehmen, das Mitarbeiter verstreut hat in unterschiedlichen Regionen, wäre das sicher. Ja, das ist angedacht. Ja. Sehr gut. Was wünschst du dir? Was wünsche ich mir? Also aktuell oder in letzter Zeit, wenn es immer heißt, was möchtest du, sage ich Stau. Ja? Es soll viel mehr stauen, weil wenn die Leute im Stau stehen, denken sie drüber nach, wo sie arbeiten. Ja. Und das ist für mich das Thema, was ich mir wünsche. Außer ich bin selber im Stau, dann ist es nicht so lässig. Ja? Aber grundsätzlich, ja, ich wünsche mir einfach, dass die Leute offen sind. Ja? Dass die Leute offen sind, so wie du, dass du sagst, okay, ich fahre da her, ich kenne das nicht. Ja? Und ich glaube, du hast da eine Erfahrung gemacht, die Leute sind offen auf die zugegangen. Ja? Und dass das einfach dann ein Coworking Space dazu beiträgt, dass einfach die Leute wieder ein bisschen offener werden. Man merkt es doch auch in der Politik, man ist ein bisschen mit Scheuklappen, laufen wir durch die Gegend. Und aber was die Ansichten betrifft, ist man ab und zu ein bisschen eingeschränkt. Und ich glaube, dass da ein Coworking Space dazu beitragen kann, dass man einfach wieder ein bisschen offener, ein bisschen freier in unsere Gedanken werden. Absolut. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Also ich denke, gerade wenn man nicht nur beruflich erfolgreich sein möchte, sondern auch ein glückliches Leben haben möchte, dann muss man ein bisschen offen sein, offen auf andere zugehen, um weniger Ressentiments zu haben. Und vielleicht eben auch an der Stelle ein Kompliment an euch. Also ich bin ein generell offener Mensch, reist viel durch die Welt, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, jetzt ohne mal zu spielen, hier ist für mich so ein Platz, wo ich mich vom ersten Tag an irgendwie zu Hause gefühlt habe. Also nicht als Fremdkörper, also es ist sowohl von dir und deiner lieben Frau, als auch von den anderen Mietern hier total aufgenommen, gute Gespräche und ja, absolut toll. Und ich glaube, das macht es auch. Also ich bin zum Beispiel so ein Mensch, ich esse gern gut, aber für mich ist auch wichtig, ich sage mal, wie ich bedient werde, ja, wie die Eigentümer dort sind oder das Team dort ist, ja, ob ich dann wiederkomme oder nicht, das ist schon für mich immer ganz wichtig. Und hier ist es genauso. Gell? Also ich denke, auch die Atmosphäre macht die Musik. Also es ist nicht nur, dass ich da eine geile Location habe und eine gute Infrastruktur habe, sondern eben auch die Menschen hier. Das macht es aus. Und ich glaube, das, was euch auszeichnet, was mir an euch so gefällt, ist ganz einfach dieser Community-Gedanke, dass man nicht sagt, okay, wir stellen jetzt Bürofläche zur Verfügung, sondern wir tun wirklich Netzwerken, ihr macht Events, das ist ja Arbeit, ihr macht Weinverkostungen, Oktoberfest ist, glaube ich, auch, sondern viele, viele andere Dinge. Und ich denke, das geht, dass wir Menschen einfach wieder uns gegenseitig unterstützen und ein bisschen wegkommen von diesem Konkurrenzdenken und Konkurrenzkampf, so wie wir erzogen worden sind im Schulsystem. Du warst ja auch einmal Lehrer, du wirst ja nachvollziehen, ich war Schüler viele Jahre, zwar kein gern gesehener, aber mit guten Noten. Und dass wir eben wieder, ja, das ist das, was mir so nach meinem langen Aufenthalt in Amerika sehr gefallen hat, wo man einfach wirklich mehr aufeinander schaut und sich gegenseitig unterstützt und auch um Hilfe fragen darf. Also gerade Männer tun sich da oft sehr schwer, nicht um Hilfe fragen zu dürfen. Und das ist das Schöne im Coworking Space, dass man nicht nur einen tollen Arbeitsplatz hat, wo du vorher gesagt hast, wo ich eine klare Kostenstruktur habe, also es gibt keine negativen Überraschungen, aber ich habe auch eine Community, wenn ich das möchte und kann das nutzen. Und eine Community lebt ja nicht nur vom Nehmen, sondern ja auch vom Geben. Und das ist auch schön, wenn man im Austausch steht mit anderen Kollegen und Kolleginnen. Weil am Ende ziehen wir alle am selben Strang. Wir wollen erfolgreich sein, wir wollen eine gute Work-Life-Balance haben, dass wir nicht im Stau stehen, sondern wenn es geht halt, einen kurzen Weg zur Arbeit, zum Arbeitsplatz zu haben. Und das ist ja wirklich toll, war ich also, zum Beispiel im Ballungszentrum von Linz, also wirklich in 10 Minuten da. Und man staut ja, unter Anführungszeichen nicht, weil man ja gegen die Richtung fährt. Die anderen stauen in der Früh nach Linz rein und hier fährt man gemütlich aus Linz raus, genau. aus der Dienstglocke und ist draußen hier in der frischen Luft, in der Natur. Eine Frage, die ich noch habe zum Thema Coworking Space. Und ich merke gerade, ich habe mein Ladekabel mitgenommen. Meine letzte Frage zum Thema Coworking Space ist an dich, lieber Gernot. Was ist da für dich persönlich jetzt die Entscheidung getroffen zu haben, okay, ich gehe aus dem Lehrberuf raus, wir haben hier diese Möglichkeit, das Raum am Coworking Space. Was ist so deine große Vision in den nächsten Jahren? Ich meine, ich bin jetzt vorsichtig, ich sage jetzt in den 10, 20 Jahren, die Welt, aber was ist so deine große Vision? Meine Vision war, wie als Lehrer, ich meine, ich war immer schon parallel selbstständiger, aber als Lehrer aufgehört, wo ich gesagt habe, ich möchte einfach was verändern. Ich möchte einen Fußabdruck hinterlassen, wann es heißt, okay, das Thema Coworking in Oberösterreich, in Österreich, wenn der Name Coworking fällt, soll auch automatisch mein Name mitfallen. Also das ist das, was ich als Ziel habe und an dem ich arbeite. Ja, darum immer der zweite Standort. Es entwickelt sich weiter und das ist mein Antrieb, ja, warum ich das Ganze mache. Und eben Leute vernetzen und mit Leuten arbeiten und Leuten was ermöglichen. Das ist die Motivation. Sehr schön. Heute ist ja auch der Coworking-Tag in Oberösterreich, zumindest nicht weltweit, aber in Oberösterreich, genau, in Oberösterreich, was ja viel auch die Welt bedanken kann, Oberösterreich. Ja. Coworking-Tag in Oberösterreich. Also, liebe Zuschauer, wenn dich das jetzt antickst, wenn du selber denkst, dich selbstständig zu machen oder die Möglichkeit hast, von deinem Arbeitgeber aus, von zu Hause aus zu arbeiten und du suchst einen netten Platz und du bist im Großraum Oberösterreich, Linz, Zweikanter.at, the place to be. Ich kann es aus eigener Erfahrung sagen. Wie gesagt, ich werde nicht bezahlt dafür, sondern ich bin ja auch eingemietet. Ist absolut eine coole Möglichkeit. Setz dich mit dem Thema auseinander. Die Webseite www.zweikanter.at. Wenn ihr Fragen habt, schickt es uns gerne zu. Wie gesagt, ich freue mich natürlich auch, wenn es das Recording wird ja zur Verfügung stehen, dann auch auf YouTube zum Beispiel. Könnt ihr das gerne teilen in eurer Community, mit euren Kollegen, mit euren Businesspartnern jederzeit gerne. Und wir haben nochmal die Webseite eingeblendet, also zweikanter.com. Zweikanter deswegen, weil es ein Zweikanter Bauernhof ganz einfach war. In diesem Sinne, danke fürs Reinschauen. Hier haben wir unten nochmal die Kontaktdaten vom Gernot eingeblendet, also E-Mail-Adresse office@zweikanter.at. Dann könnt ihr direkt auch mit dem Gernot oder mit der Michaela Kontakt haben. Danke fürs Reinschauen. Wie gesagt, ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen inspirieren über die Arbeit der Zukunft. Viele sind ja in den letzten 5 Jahren ein bisschen am Umdenken, vielleicht ein bisschen heraus aus dem Hamsterrad, vielleicht neue Wege zu gehen, sei es eben den gleichen Arbeitsplatz oder jetzt einmal die gleiche Arbeit zu tun, aber halt remote, oder vielleicht ein eigenes Unternehmen zu gründen. Und man schreckt sich vielleicht doch ein bisschen vom Alleine-Sein. Das ist, ich coache auch Menschen mit Wireless Life Rocks, die so einen Lebensstil führen. Und das ist immer so Thema, ja, auf der anderen Seite, wie ist das jetzt mit Büro und so weiter? Firmen gründen übrigens, man kann hier auch so die Firmenpostadresse einrichten zum Beispiel, was auch praktisch ist, dass die Post hierher kommt und nicht eine Privatadresse. Das ist auch so ein Nebengutzi, Nebenboni. Ja, und was ich immer wieder höre von Klienten ist ganz einfach das Thema, ja, ich bin isoliert, ich bin alleine, habe da nicht wirklich Spaß dran, mir fehlen die Kollegen von früher aus dem Büro. Hier hat man eben auch Socializing, wenn man das möchte. Hier habt ihr eine klare Kostenübersicht. Es ist überschaubar, es ist jederzeit kündbar, also man geht da also keine langfristigen Verträge ein. Also viele, viele Vorteile, die gerade Unternehmer, die neu starten möchten, von Unselbstständigkeit in der Selbstständigkeit, ein bisschen Ängste haben, und da kann ein Coworking Space eine gute Unterstützung sein, so von der Mindset und auch von der moralischen Seite ganz einfach, ja, sich hier wohlzufühlen. In diesem Sinne, danke fürs Reinschauen, danke fürs Weiterempfehlen. Und wir schalten um zu eurem Werbepartner, zu eurem Commercial Partner. Danke fürs Reinschauen. Thanks und bye-bye. Ciao. My name is Dr. Felix Kravitz, and I am the founder of CybersecurityEasy.com, LLC. We live in a world full of vulnerabilities and cyber risks. We spend almost 4.5 hours a day on our mobile phones. It's over 7 hours of screen time daily, when including computer use. We often forget that this convenience comes with risks. Published data predicts that the cost of cybercrime will exceed $10.5 trillion in 2025. These numbers encompass not only businesses, but also each one of us, including our children and our parents. In 2023, the FBI reported over $3.4 billion lost by seniors aged 60 and older. CybersecurityEasy.com LLC's initiative is to massively support the community by providing cyber safety coaching and improving social engineering awareness. Our goal is to make social engineering concepts of cybersecurity easier to understand. We work with business teams, seniors, and educational institutions, both individually and in groups. We cover various topics, from phone phishing attacks to AI-generated voice cloning, robocalls, password protection, and more, using life examples. Talk to us today. Call us at 847-845-9360 or email us at CybersecurityEasy.com. We face daily cyber risks, spending over 7 hours of screen time, including 4.5 hours on mobile phones. This convenience comes with significant dangers, with cybercrime costs predicted to exceed $10.5 trillion by 2025. In 2023 alone, seniors lost over $3.4 billion to cybercrime. Our goal is to make social engineering concepts of cybersecurity easier to understand. We work with business teams, senior living facilities, investment companies, and educational institutions, both individually and in groups. We offer real-life examples to help you recognize and prevent attacks, with sessions available both in person, in selected regions, and remotely. Schedule your training session, or to learn more, contact us today. Call us at 847-845-9360. Email us at info@cybersecurity.com. Protect your team and family with cybersecurity.com.